Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der Atletico Madrid Karriere, und zwar heute wahrscheinlich, sage ich mal, mit ganz, ganz vielen Spielen. Wir schauen direkt mal in den Kalender rein. Wir spielen jetzt zuerst, das habt ihr schon gesehen, gegen Real Sociedad. Das ganze heim, deswegen habe ich mir überlegt, das können wir auf jeden Fall simulieren. Danach geht es ran, auswärts gegen Valencia, das will ich denn ganz gerne spielen. Auswärtsspiele spiele ich denn doch mal lieber. Und danach geht es noch gegen Villarreal und gegen Deportivo. Das ganze, glaube ich, beides heim, genau. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie es die Tabellensituation so zulässt. Ob wir das beides simulieren können und dann noch heute mit dem Achtelfinale der Champions League, mit dem Rückspiel reinstarten können. Oder ob wir das Ganze lieber nicht simulieren und das Ganze spielen. Müssen wir einfach mal schauen, wie das so in der Tabelle aussieht. Erstmal jetzt gegen Real Sociedad simulieren, danach gegen Valencia spielen und danach müssen wir einfach mal schauen, wie es die Tabellensituation so zulässt. So, wir haben gegen Benfica das Hinspiel der Champions League schon mal 2-0 gewonnen, habt ihr gerade gesehen. Jetzt geht es ins Rückspiel als nächstes rein. Ich hoffe mal, dass wir da auch gewinnen können. Wir müssen zwar nicht gewinnen, aber ich würde natürlich trotzdem gerne gewinnen. Ich habe jetzt schon die Aufstellung für das Spiel gegen Real Sociedad gemacht. Das ist so eine kleine Mischung aus erste Mannschaft und zweite Mannschaft. Also es ist so ein kleines Mischmasch-Gespiele, sage ich mal. Mal sehen, ob das Ganze klappen wird, ob wir hier gewinnen können. Das Ganze ist heim. Real Sociedad ist sogar auf Tabellenplatz 6, also gar nicht so weit weg. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, ich habe immer die Hoffnung, wir können das Ganze gewinnen. Und wir haben eigentlich sogar eine ziemlich solide Mannschaft mit einem Godin, mit einem Miranda. Sollte das eigentlich alles da klappen. Ich hoffe zumindest auf jeden Fall das Beste. Miranda kriegt schon mal in der 9. Minute die gelbe Karte. Das ist jetzt nicht unbedingt so super. Aber Gaitan macht das 1-0. 30. Minute 2-0. Diego Godin, 45. Minute, und damit sollte es eigentlich schon durch sein. Ich glaube nicht, dass Real Sociedad da noch zwei Treffer macht, obwohl ich trotzdem Angst hätte, sobald sie den Anschlusstreffer machen. Egal, wann, bei FIFA kann alles passieren. So, wir haben es geschafft. Ich habe kurz den Atem angehalten, kurz hier stillgestanden, aber wir haben das Ganze gewonnen. Wir gewinnen mit 2-1 und es ist mir egal, wie die Tordifferenz hier aussieht. Wir haben mit zwei Punkten, alles klar, der Junge hat Ahnung vom Fußball. Wir haben natürlich mit 3 Punkten gewonnen, also 3 Punkte bringen uns da weiter nach vorne in der Tabelle und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir loben unsere Mannschaft einfach mal und dann gehen wir in das erste gespielte Spiel hier. Und Theo Santos bedankt sich nochmal, dass er hier ein wenig spielen durfte. Ich bin auch schon riesig gespannt auf FIFA 17, da wird auf jeden Fall ordentlich was auf euch zukommen. Erstmal auf jeden Fall The Journey, das werde ich auf jeden Fall spielen. Dann die Dortmund-Karriere, dann möchte ich die Simulationskarriere starten, die ich schon vor 2-3 Monaten mittlerweile angesprochen hatte. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf, wie das Ganze klappen wird. Wir simulieren jetzt erstmal vor hier zum Spiel gegen Valencia. Auch nochmal vielen, vielen Dank an den großartigen Support der letzten Wochen. Freut mich echt riesig, wie krass ihr mich unterstützt. Und obwohl, sage ich mal, bei vielen YouTubern FIFA schon outer denn sonst was ist, freue mich, dass ihr mich noch ordentlich unterstützt. Das gibt einfach eine ordentliche Motivation, wenn so ein Feedback immer noch da ist, obwohl jetzt für mich in 26 Tagen FIFA 17 rauskommt. Und ich bestelle das natürlich vor. Ich werde das Ganze mit Early Access holen, sodass wir dann auch natürlich noch ein bisschen früher dran sind. Das Ganze wird auf jeden Fall klappen und dann schauen wir jetzt hier mal rein, wie wir auf jeden Fall aufstellen werden. Berardi kommt wieder rein, links wird dann von Beginn an Gaitan spielen, oder werden wir einfach mal Jota vertrauen? Oder Carrasco? Carrasco wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich gehe mal auf Diogo, wird er ja ausgesprochen. Also ist ja ein O drin im Namen. Diogo Jota. Mal sehen, wie das Ganze klappen wird. In Verteidigung lasse ich mal Godin eine Pause und dafür darf Hernandez spielen. Und auf der Rechtsverteidigerposition wieder Juan Fran. Jetzt schauen wir uns nochmal die Auswechselbank an. Aber das geht eigentlich ziemlich fit. Noch den einen Wechsel hier durchführen. Und dann denke ich, können wir mit diesem Kader auf jeden Fall reinstarten. Ich bin zufrieden. Mit diesem Kader gehen wir dann Richtung des Spiels gegen Valencia. Wir schauen uns natürlich nochmal die Tabelle an, wie das da so aussieht. Ob es ganz gut aussieht für die nächsten Simulationen. Ihr seht hier, Real Madrid hat 2 Spiele mehr als wir und 2 Punkte weniger. Barcelona könnte noch theoretisch vorbeiziehen. Und dann ist da eine riesige Lücke. Also es ist standardmäßig die 3 spanischen Teams, die da vorne sind. Also da hat niemand was anderes erwartet. Und da ist auch die Lücke zwischen. Mit 8 Punkten ist da die Lücke zwischen. Also da ist auf jeden Fall der große Abstand. Also eigentlich denke ich jetzt vor dem Spiel gegen Valencia, dass das Ganze klappen sollte mit der Simulation. Aber wir werden immer mal wieder überrascht. Und hier, Koke möchte mehr Gehalt machen. Deutsch kann ich auch, möchte mehr Gehalt haben, aber
Das Ganze werden wir auf jeden Fall angehen. Jetzt nochmal zurück zur Tabellensituation. Man wird immer mal wieder überrascht in den Spielen. Deswegen kann das immer nochmal sein, dass wir hier das ein oder andere Spiel verlieren. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Jetzt erstmal an das Gehalt von Koke denken, bevor der nachher auch noch uns verlassen möchte. Auch wenn wir natürlich nur noch die letzte Saison spielen, möchten wir natürlich für den Trainer, der danach kommt, hier ein gutes Erbe hinterlassen, sodass der mit Leichtigkeit hier wieder reinkommt. Deswegen direkt mal mit Koke verlängern. Das Ganze sollte passen. Und dann geht es schon rein ins Spiel gegen Valencia. Da müssen wir auch nochmal schauen. Auf welchem Tabellenplatz sind die eigentlich? Die sind auf Tabellenplatz 5. Also auch nicht so weit hinten. Gehören auch vorne mit zur Spitzengruppe. Deswegen wird es auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Wir spielen einfach mal mit unseren Auswärtstrikots. Mit dem dunklen Blau und Valencia in Weiß. Ich hoffe, so kann das jeder ganz gut unterscheiden. Wir gehen jetzt rein ins Spiel gegen Valencia. Schöner Ball nach vorne, aber allerdings ist hier Torres nur, der jetzt nicht der schnellste ist unbedingt, aber der die Übersicht hat und das ist das Entscheidende. Wenn er die Übersicht hat, dann klappt da alles um einiges besser. Jetzt Diogo Jota spielt den Ball nochmal zurück. Jetzt haben wir Fabregas mit dem Ball auf Koke, der geht da vorbei, schön gemacht und der Schuss einfach mal aus der zweiten Reihe und der war gar nicht so ungefährlich. 21. Minute, erste Chance der Partie. Wir hatten bisher um einiges mehr Ballbesitz, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Nur leider kommt der letzte Pass manchmal nicht ganz so an. Sonst hätten wir schon nach anderthalb Minuten hier mit 1:0 in Führung gehen können. Aber da ist Griezmann leider nicht am letzten Verteidiger vorbeigekommen. Und das ist Oblak. Stark Oblak. Richtig, richtig stark Oblak. Mein Gott, das war wieder eine Parade par excellence. Und jetzt Jota. Zieh mal an. Du solltest da genügend Tempo aufweisen können. Stark gemacht von Jota. Der Ball. Flanke kommt und das ist eine exzellente Parade von Oblak. Mein Gott, der Junge hält uns gerade im Spiel. Ihr habt was gesehen, das ist seine zweite super Parade und das sind 4 Minuten. Wir stehen in der Defensive derzeit überhaupt nicht gut. Irgendwie sind da die Lücken und wenn ich da schon sehe, dass Oblak da Lucas Hernandez anguckt, dann überlege ich mir schon, ob wir in der Halbzeit vielleicht Godin einwechseln sollten, der da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Souveränität ausstrahlt. Schön gemacht, Jungs. Komm, Koke, geht da mal vorbei. Stark gemacht von Koke. Jetzt die Übersteiger. Und der fliegt da gegen die Wand und es gibt keinen Freistoß. Der fliegt sonst wohin, der Junge. Warum gibt das keinen Freistoß? Jetzt schnell machen. Oh, der Ball muss genauer kommen auf Berardi. Jungs, guckt euch mal diese Halbzeitstatistik an. Ich hätte wetten können, dass das hier gerade ein ausgeglichenes Spiel ist. Und da sehen wir einfach mal, was das für ein Spiel ist. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo wir so extrem in die Hinterhand geraten sind. Also wir haben ja nichts zu tun. Wir haben da 2 Schüsse, 1 Torschuss und Valencia dominiert hier echt vom Feinsten. Also das ist richtig, richtig krass. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr zeigen. Bisher sieht das überhaupt nicht gut aus. Okay, Leute, das Spiel ist vorbei. Wir haben ein wenig enttäuscht. Das Ganze auswärts leider. Es ist echt ärgerlich. Eine 0:0, da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Und in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr. Ihr seht, das ist fast genau die gleiche Statistik wie in der Halbzeitpause. Nichts ist mehr passiert. Wir sind einfach nicht durchgekommen durch das Abwehrbollwerk von Valencia. Da wir haben uns durchgespielt. Bis Griezmann, bis Torres, bis einem Berardi oder bis einem, wen hatten wir auf der anderen Seite, Jota. Aber weiter sind wir nicht gekommen. Danach haben wir komplett versagt. 1 gegen 1 gegen die Verteidiger nicht durchgekommen. Der letzte Pass hat gefehlt. Also nicht wirklich das, was man haben möchte. Ich schaue jetzt hier gerade nochmal nach, ob ich alle auf das Richtige trainiert habe. Denn da muss ich gleich noch bei Leipzig nachschauen, weil ich da einen Kommentar bekommen habe. Deswegen schaue ich hier lieber auch nochmal nach, ob hier alles bei rechten Dingen ist. Und Torres entwickelt sich ein weiter. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er hat mittlerweile die 81 erreicht, was ich ihm auf jeden Fall auch voll gönne. Ein richtig starker Spieler. Und ihr seht, Barcelona könnte, nee, sie haben ein Spiel weniger, okay. Müssen wir aber mal schauen, wie es jetzt gleich aussieht. Vielleicht haben sie jetzt direkt gespielt, dann können wir mal schauen, ob wir gegen Villarreal simulieren oder ob wir das lieber selber angehen wollen. Wir schauen jetzt mal auf die Tabelle, ist es immer noch so geblieben, dann werden wir das wohl simulieren. Ich werde natürlich ein bisschen umstellen, den Sturm komplett nochmal umstellen auf Vieto und Correa hier nochmal umstellen. Also eigentlich einmal alles umgestellt. Hier möchte ich ganz gerne Carrasco. Kann der spielen vom Beginn? Ich lasse einfach mal Gaetan auf dem Flügel anfangen. Hier Carrasco. Fabregas braucht eine Pause. Dafür kann Torres auf jeden Fall spielen, der mittlerweile auch fast ein 1:1 Ersatz ist. Koke lasse ich, glaube ich. Der ist ziemlich fit. Savic wird spielen. Links wird dann wohl, ich glaube, ich lasse James spielen und dafür lasse ich Juanfran durchspielen. Das muss ich, glaube ich, so machen und ich glaube, so lassen wir das. Ich glaube, so lassen wir das, die Innenverteidigung nochmal komplett durchgewechselt.
Die Bank müssen wir uns am besten auch nochmal anschauen. Und zwar lasse ich, glaube ich, Berardi sogar zu Hause. Haben wir noch irgendeinen jungen Flügel oder so, den wir hier auf die Bank stellen können? Ich glaube, da nehme ich mal Villa mit und ich denke mal, den Rest werde ich einfach mal so lassen. Hier vielleicht noch einen anderen Stürmer mitnehmen und dafür einfach mal einem Griezmann komplett eine Pause lassen und vielleicht nochmal einen anderen Innenverteidiger mitnehmen. Nicht, dass der nachher von EA eingewechselt wird und dann komplett kaputt ist. Na gut, vielleicht dann nochmal Torres auch nochmal auf die Bank setzen irgendwie. Wenn wir da wirklich alles gerade durchwechseln, dann können wir das auch nochmal so machen und dann dürfte das jetzt eigentlich so in Ordnung gehen, hoffe ich zumindest. Ich hoffe zumindest, dass wir das hier irgendwie gewinnen können, irgendwie über die Zeit kriegen. Gegen Villarreal war das, glaube ich. Und dann schauen wir nochmal, wo die derzeit so in der Tabelle ist. Griezmann dürfte sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen verabschiedet haben von der Spitze, ganz genau. Da sind die anderen mittlerweile ein bisschen weiter, aber Villarreal ist in der Tabelle sogar auch ziemlich weit vorne. Ihr seht das schon, Platz 7. Also nochmal, ein Duell gegen einen, der jetzt nicht so weit weg ist von uns. Wir spielen danach, gegen wen war das danach nochmal? Das ist jetzt nochmal die Frage. Gegen, ich schaue jetzt einmal durch, ob mir das so schnell auffällt, aber ich glaube, ich weiß einfach nicht mehr, gegen wen wir danach spielen. Das ist ein wenig schade und ich sehe das Zeichen auch nicht so schnell, sodass mir das direkt in den Kopf fliegt. Doch, 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 ich weiß wieder, gegen wen wir danach spielen. Ich glaube, gegen Deportivo La Coruña. Also das könnte auf jeden Fall sein. Wenn wir gegen die spielen, sind die Platz 20 und dann sollte eine Simulation echt klappen. Also jetzt erstmal die Simulation gegen Villarreal. Ich hoffe mal, dass wir da was mitnehmen können und ich bete hier schon. Ich bin hier schon so ein bisschen in Betposition. Bitte Atletico Madrid, kriegt das über die Runde. Asensio natürlich eine super Keeper, wir haben dann eine super Innenverteidiger, mit Musacchio und Bayi, oder Bay, das haben echt alle anders geschrieben. Der eine hat geschrieben, er wird Bayi ausgesprochen, der andere hat geschrieben, er wird Bayi ausgesprochen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ihr seht schon, Atletico Madrid führt 2-0 und damit sollte das Ganze gegessen sein. Wir gewinnen 2-0 durch ein Tor von Correa und Vieto, da zeigen unsere B-Stürmer eigentlich, dass sie exzellente Stürmer sind und dass sie da wirklich was erreichen können. Und die haben noch ihre ganze Karriere vor sich. Die sind 20, 21 Jahre alt, bei denen ist noch alles vor sich. Und vor allem Vieto, gegen seinen Ex-Verein direkt mal getroffen, das schafft auch nicht jeder. Also bin ich auf jeden Fall zufrieden mit beiden. Beide machen für uns hier super Spiele. Und ich denke sogar mal, dass wir nochmal mit dem gleichen Kader hier antreten im nächsten Spiel. Sind alle relativ fit, deswegen geht das, glaube ich, in Ordnung. Wir werden direkt nochmal mit dem gleichen Kader antreten. Hoffentlich nochmal einen Sieg mitnehmen und dann sollte hier alles gegessen sein. Danach können wir in die Champions League vorstoßen und dann bin ich echt zufrieden. Vieto direkt in der ersten Minute. Traumstürmer auf jeden Fall. Erste Minute 1-0. Das läuft auf jeden Fall. Das Parallelspiel zwischen Levante und Villarreal steht 2-1. Dann haben wir noch, 3-1 mittlerweile. Dann haben wir noch Granada gegen Espanyol Barcelona. Steht 1-0 für Granada. Und bei uns sind wir mittlerweile sogar mit einem Mann mehr auf dem Platz. Aber ein 1-0 sagt nichts bei EA. Egal wie viele Männer du mehr auf dem Platz hast, da kann noch alles passieren. Aber diesmal haben wir Glück. Das Tor in der ersten Minute von Vieto entscheidet hier das ganze Spiel. Und wir gewinnen. Wir gewinnen gegen Deportivo mit 1-0. Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir andere ins Training reinmachen können. Ich glaube nämlich zum Beispiel, dass wir wieder einen Correa wieder mit reinnehmen sollten. Der hat sich super entwickelt und der hat das meiner Meinung nach auch verdient, hier ein bisschen trainiert zu werden. Das Ganze mache ich einfach gerade mal. Ich glaube, ich setze ihn, ich mache nicht auf Durchsetzen, sondern ich mache sogar bei ihm einfach mal Schussgenauigkeit. Ich glaube, das werden wir machen. Wir werden einfach mal Schussgenauigkeit trainieren und dann hoffen wir einfach mal, dass das sich da so ein wenig entwickelt. Aber ich bin da eigentlich recht guter Dinge, dass der sich echt phänomenal weiterentwickeln wird. Das ist einer der besten Spieler bei uns. Der Spieler mit dem größten Potenzial. Das gleiche haben wir natürlich nochmal im Mittelfeld mit einem Torres, mit ganz, ganz vielen jungen Spielern. Mit einem Saul, der auch noch jung ist, wo man auch schon meistens denkt, dass der noch ein bisschen älter ist. Aber wir haben da auf jeden Fall junge Spieler, auch in der Innenverteidigung. Hatten wir einen Jimenez, der super jung ist. Haben da jetzt noch einen Hernandez, der auch jung ist. Also das geht auf jeden Fall in Ordnung. Wir werden einfach mal unsere Mannschaft motivieren vor dem Spiel. Zuletzt wurde immer gelobt, diesmal müssen wir mal wieder motivieren. Auch wenn alles derzeit wirklich exzellent nach Plan läuft, muss mal wieder die Motivation da rein. Und jetzt werden wir hier nochmal umstellen, dass wir hier mit der A-Mannschaft antreten, mit unseren besten Spielern natürlich auf dem Platz. Natürlich hat Gaetan jetzt gespielt, fällt mir gerade auf. Dafür müssen wir dann über Jota gehen. Hier haben wir allerdings das Gelbe vom Ei. Koke wird mal geschont und sonst in der Innenverteidigung sind wir auch top aufgestellt. Also das sollte auf jeden Fall in Ordnung gehen. Juan Fran vielleicht nochmal durch einen Gonzales, der darf da mal ran. Und hier Felipe Luis, der ran darf. Mein Gott, sind das alles Namen. So, jetzt geht das, glaube ich, in Ordnung. Hier auf der Bank nochmal einmal kurz Hernandez wieder mitnehmen. Der darf auf jeden Fall mit im Kader sein. Das wird ihm auf jeden Fall
nicht verboten. Dann die Stürmerpositionen, da kommen natürlich auch Vietto und Correa mit, zwei Topspieler meiner Meinung nach. Die kommen beide mit, Torres ist dabei, dann wird hier noch Gaitán mitgenommen und zu guter Letzt noch Carrasco oder Koke. Da schaue ich gerade mal, wer so ein bisschen fitter ist, aber ich denke mal, wir nehmen einfach mal Koke mit. Vor allem ist der ein bisschen vielseitiger, den können wir in der Mitte einsetzen und auf dem Flügel, obwohl... Ich glaube, Carrasco können wir auch im Sturm einsetzen, oder? Nee, ich glaube, ich habe das letzte Mal sogar schon mal geguckt und da haben wir gesehen, wir können ihn nicht im Sturm einsetzen. Hier, das Bild rechts finde ich übrigens richtig geil. Das sieht echt nicht schlecht aus. Hier, wir bereiten uns auf jeden Fall auf das Spiel vor. Hier haben wir unsere Mannschaft und ich hoffe einfach mal, dass wir auch gewinnen können. Wie gesagt, das Hinspiel ging 2-0 für uns aus, deswegen sollten wir eigentlich ganz gut drin sein und das auch hoffentlich gewinnen. Also es wird schon recht schwierig, uns dann noch ausscheiden zu lassen, vor allem weil das Ganze auswärts war. Wie gesagt, Auswärtstorregel gibt es ja auch noch, deswegen bin ich da eigentlich recht guter Dinge. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel gegen Benfica. Ich hoffe natürlich, wir können das Ganze gewinnen und das Spiel startet jetzt. Oh mein Gott, und das ist was, was auf jeden Fall nicht so früh passieren hätte dürfen. 14 Minuten gespielt und dann auch noch durch eine Ecke. Durch einen Standard geht Benfica hier mit 1-0 in Führung. Mitroglou mit dem Tor. Schöne Ecke da auf den kurzen Pfosten. Und dann stehen wir da nicht gut. Und der Torwart sieht auch alles andere als sicher aus. Also das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. Und dann steht es 1-0 für Benfica. Boah, schön gemacht von Antoine Griezmann. Jetzt könnten wir da mal einen guten Angriff starten. Das sieht gut aus. Fabregas hat da jetzt Platz. Fabregas geht nochmal am Verteidiger vorbei und der macht das halt mit seiner Erfahrung eiskalt. Also da lässt er die ganze Mannschaft alt aussehen, trickst da noch zweimal um die Verteidiger rum, hier Nummer 1 und dann der zweite Verteidiger auch mit seinem langen Schritt ohne Erfolg. Es steht jetzt auf jeden Fall 1-1 und damit sollte es jetzt nochmal ein wenig schwieriger werden für Benfica. Oh mein Gott, lass den da noch nicht so durchgehen. Jungs, 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 52. Minute. Ich glaube, es ist erst die dritte Chance hier im Spiel und das wieder auf der Seite von Benfica. Und wenn es hier 3-1 steht für Benfica, dann ist es ganz, ganz schnell aus. Deswegen müssen wir direkt mal das 2-1 schon verhindern, weil dann kann das echt zu knapp werden noch. Deswegen aufpassen, kein 2-1 kassieren, denn sind wir sicher hier. Jungs, das ist ein Fehler und das wird das Tor sein. Leute, 73. Minute, wir sind in Rückstand. Wir sind in Rückstand, genau das, was ich verhindern wollte. Wir hatten hier zwar die ein oder andere Chance, haben aus einer 100%igen mal eben eine 20%ige gemacht, die nicht mal zeigenswert war, weil wir einfach solche 100%igen vergeben haben. Dann hier so ein ungenauer direkter Pass und dann geht es eben ganz schnell und wir kriegen das Gegentor. Wir müssen jetzt nochmal wechseln und hier irgendwie für Sicherheit sorgen. Ich wechsle einfach mal Fabregas aus, Saúl und bringe dafür Gaitán rein. So werden wir es, oder wir machen das so, Gaitán kommt dahin. Dann kommt Saúl noch rein, machen wir glaube ich so, oder obwohl, Koke bringe ich rein, das ist glaube ich noch ein bisschen besser und wir nehmen einfach mal Torres runter, weil ich jetzt einen schnellen Stürmer haben möchte, der da vielleicht mal im Konter sich durchsetzen kann und dann das 2-2 wieder machen können und dann wäre das hier durch. Wenn wir 2-2 schießen, lege ich mich fest, dann ist es hier durch, aber so brennt jetzt nochmal alles komplett an. Jetzt nur aufpassen, wir kriegen jetzt nochmal einen Konter, komm, Abseitsfalle, nicht mehr, draufbleiben, stark gemacht, den Fehler provoziert jetzt Griezmann da schicken. Der kann auch mal ins 1 gegen 1 gehen und das muss er pfeifen. 90. Minute, Leute. Ich lasse jetzt einfach mal komplett dabei, weil jetzt wird das Schiri sowieso gleich abpfeifen. Wir kriegen noch einen Freistoß aus der vielleicht nicht ungefährlichen Situation. Den werden wir auch einfach mal direkt versuchen oder werden wir einfach kurz spielen. Das ist auch das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So könnten wir nochmal Zeit herauszögern, aber wir werden es direkt versuchen. Komm, wir sind hier in FIFA. Wir müssen hier keine Zeit herauszögern. Wir werden den einfach mal direkt draufknallen. Dann kriegen wir unsere Ecke und jetzt heißt es, die Zeit ist unsere, die Zeit ist unsere, wir können damit machen, was wir wollen und das werden wir auch machen. So, einfach mal hier ein bisschen rumtanzen und das ist halt nichts Gutes, wenn man den Ball so schnell verliert. Ich habe da schon gedacht, dass wir den da ein bisschen länger behalten können, aber es sieht nicht gut aus und jetzt kriegen die sogar nochmal Einwurf. Das ist wohl das Schlechteste, was man aus seiner Zeit machen kann. So, direkt schon mal den Spieler anlaufen da. Und damit ist das Spiel vorbei. Leute, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen leider nicht. Aber letztendlich sind wir doch die Gewinner. Also wir verlieren 2-1. Ziehen aber trotzdem verdient in die zweite Runde ein. Natürlich nicht verdient aus diesem Spiel. Aber im ersten Spiel waren wir so überzeugend. Da hätten wir die 5-0 an die Wand hauen können. Und ihr seht hier auch, hier waren wir auch nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Also letztendlich geht es in Ordnung. Wir sind in der nächsten Runde. Wir sind im Champions League Viertelfinale. Und das war unser Ziel in dieser Partie, noch nicht unser ganzes Ziel, aber in dieser Partie auf jeden Fall. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Man United setzt sich gegen Gent durch, hätte sich jeder
wahrscheinlich auch erdenken können. Real Madrid geht weiter, dann haben wir hier Porto, die sich gegen Olympique Lyon durchsetzen. Dann weiter geht es mit Bayern, Barcelona schon im Achtelfinale draußen. Manchester City schlägt Paris, das ehemalige Halbfinale der Champions League. Ne, Halbfinale war das gar nicht, das muss Viertelfinale gewesen sein. Ich weiß gar nicht, welche Runde war das überhaupt letztes Jahr. Aber da hat sich auf jeden Fall PSG durchgesetzt. Dann geht es weiter mit, oh mein Gott, mit einem richtigen Kantersieg. Valencia haut da mal einen 7:1 raus und das ist schon extrem. Danach geht es weiter mit Wolfsburg, die Chelsea raushauen und dann noch mit uns. Und da sollte das Ergebnis bekannt sein, 3:2 für uns. Und damit sind wir in der nächsten Runde im Viertelfinale der Champions League. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aktuell ist es Spanien, das interessiert uns nicht mehr. Wie gesagt, nach dieser Saison ist diese Karriere vorbei, deswegen können uns das ziemlich am vorbeigehen. Also das ist auf jeden Fall so in Ordnung. Und ihr seht, wir haben jetzt derzeit einen Punktevorsprung von 6 Punkten, allerdings eigentlich nur 3, weil Barcelona noch 3 Punkte aus dem nächsten Spiel rausholt. Das heißt aber, wir haben wenigstens schon mal einen Vorsprung. Das war das Wichtige. Jetzt gibt es gerade die Länderspielpause. Training wird natürlich auch während der Länderspielpause gemacht. Und dann wäre es das, denke ich mal, auch schon von dieser Folge gewesen. Ich denke mal, die war sogar mal wieder ein bisschen länger. Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, habe ich eine Aufnahmezeit von 55 Minuten, deswegen denke ich, sollte diese Folge ein bisschen länger sein. Wir werden jetzt noch jemanden ins Training reinholen und das wird sein. Alle sind weg, Berardi könnte natürlich mit rein, der ist auf jeden Fall auch noch jung und hat ein gutes Entwicklungspotenzial. Wir werden aber einfach mal auf Berardi gehen. Ich denke mal, es geht so in Ordnung. Es sind derzeit alle mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs in der Länderspielpause. Und ja, dann wird dieses Training durchgeführt. Vielleicht entwickelt sich der ein oder andere nochmal. Hernandez geht nochmal einen hoch auf die 79. Und ihr habt gerade eben auch schon irgendeine Nachricht, irgendeine Neuigkeit über ihn gelesen. Irgendwie möchte der anscheinend ganz schön aufdrehen oder dreht gerade zur Zeit auf. Hier, Hernandez dreht auf. FIFA-Tour kann nach dem Verkauf von Jimenez wieder ruhiger schlafen. Hernandez scheint der Herausforderung gewachsen zu sein. Hernandez war die erste Wahl bei der Innenverteidiger-Neubesetzung und hat seine Chance in der Startelf genutzt. Er hat FIFA-Tour gezeigt, dass er mit seinem Einsatzwillen und Können sehr wohl den Abgang von Jimenez vergessen machen kann. Und das ist eine Nachricht, da kann ich 1:1 meinen Stempel drauf drücken. Sag ich ganz ehrlich, da kann ich zustimmen. Mal keine Lügenpresse hier, mal keine XY-Zeitung, die hier sonst was verbreitet. Und ja, das wäre es dann auf jeden Fall von dieser Folge gewesen. Nächste Folge geht es dann wahrscheinlich weiter. Ich schaue schon mal. Wahrscheinlich haben wir hier schon die Auslosung vorliegen. Dann schauen wir nochmal, gegen wen wir im Viertelfinale antreten. Ich denke mal, treten wir da gegen Wolfsburg vielleicht an. Es könnte sein, dass wir gegen Wolfsburg antreten müssen. Das Ganze werden wir uns gleich mal anschauen. Aber es könnte auf jeden Fall sein. War Wolfsburg eigentlich die einzige deutsche Mannschaft? Nee, war es nicht. Wir hatten da noch Bayern. Also es war nicht die einzige deutsche Mannschaft. Aber wir treten im Viertelfinale gegen Manchester City an. Also auf jeden Fall ein richtiges Topspiel. Schaltet dazu auf jeden Fall wieder ein. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.